Guten Morgen. Es ist, ja, was ist denn heute? Mittwoch? Ne, Donnerstag. Der 6.6.2019. Ja, bin auf dem Campingplatz und jetzt lasst einfach mal die Geräuschkulisse auf euch wirken. Ja, aber gut, das konnte man wahrscheinlich gestern auch schon alles sehen. Es war in der Nacht ein bisschen ruhiger. Was mehr stört, ist, dass die Straßen alle beleuchtet sind und das Licht hier unten natürlich reinstellt. Ich fange jetzt auch an abzubauen und dann hoffe ich, dass ich um 8 Uhr dann die Abrechnung machen kann. 25 Kilometer ist der nächste Coop. Oh. Und dann, oder Coop, wie er ja eigentlich heißt. Und dann gucken wir mal, was der Tag weiterbringt. Ich habe mir gestern in Ruhe mal die Route noch angeguckt, die ich vor dem Bauch habe. Es geht, ich dachte, es würde jetzt mal flacher. Nein, eventuell die Höhenmeter an sich, die könnten abnehmen, aber das Schlimmste kommt wohl noch. Wir gehen noch bis über 1000 Meter hoch. 8.30 Uhr und es geht jetzt los. Eins muss ich wirklich noch mal sagen, GoPro ist zwar ein Stromfresser, der seinesgleichen sucht, also fürs Wandern trotz alledem nicht geeignet. Aber einen Vorteil hat das Ding, es ist ein wirklicher Schnelllader. Also ich habe gestern eine Dreiviertelstunde das Ding angehabt, da war der eine Akku wieder ganz voll. Und heute noch mal eine Viertelstunde diesen Akku, der ist nicht voll, der, ja, 25% zeigt er an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall hat er durch die Nacht auf dem Campingplatz jetzt wieder einen Tag mehr GoPro-Qualität für die Wanderung. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Getränke einkaufe. Und Zahnpasta ist auch alle. Irgendwie ist immer alles alle, aber das zeigt auch, dass wir hier nicht völlig aus der Zivilisation sind. Das sind Teile des Campingplatzes. Dann kommt hier die Elbe. Elbe? Ja, ich glaube wohl, ne? So, das ist die Straße, unter der ich geschlafen habe heute Nacht. Ja, ist alles sehr, sehr schön hier. Ne? So, ja, und jetzt soll es gehen, 8.30 Uhr bin ich jetzt losmarschiert, jetzt soll es gehen zu Lidl erstmal Getränke einkaufen und dann denke ich, gehe ich in den Weg und dann sind es irgendwie gute 20 Kilometer Luftlinie bis zum nächsten Laden. Heißt, ich denke, ich werde die gezuckerten Getränke aufstocken, dass ich da von 2 auf 2,5 Liter raufgehe. Ja. Weil ich habe heute Nacht noch mal wieder einen halben Liter Apfelsaft weggezogen. Ich habe mich hier mal gerade irgendwie in so ein Hundeklo fabriziert, war bei Lidl jetzt gerade einkaufen. Und die haben ganz komische Gebinde da. Also diese Halbliter Gebinde habe ich so nicht gekriegt. Dann jetzt habe ich 2 Liter Cola-Flasche gekauft, die werde ich dann wohl irgendwie mal umfüllen müssen. Muss ich mal gucken, was ich wo wie mache. Ich war etwas überrascht. Ich konnte mit EC-Karte bezahlen. Das ist hier nicht selbstverständlich. Und die haben sogar ein Pfandsystem irgendwie. Aber ich habe auch so viele belgische Pfandflaschen zu Hause rumstehen, die darauf warten, dass ich das nächste Mal nach Belgien komme. aber okay, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Bis dahin. Achso, ja, ist schon wieder 8:45. Die Zeit rennt einem nur so durch die Finger und ich bin noch nicht mal im Weg. Okay. So, also es ist 9:45. Da unten bin ich gestern aus dem Weg ausgestiegen, um da am Elbufer lang zu gehen zum Campingplatz. Und ja, jetzt bin ich doch wieder genau da, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Nämlich auf dem direkten Weg wieder eine Runde gelaufen und jetzt geht es hier weiter. Und da sind auch wieder Markierungen. Da hatte ich ja gestern gesagt, ja, einen Abzug in der B-Note gibt es wieder mal, weil Indochina selbst war das mit den
mit der Auslagerung dann wieder nicht mehr so gut. Aber gut, da bin ich ja nun einiges gewöhnt. Auslagerung außerhalb super und innerhalb Ortschaften ist es dann doch wieder nur so durchwachsen. Luxemburg zum Beispiel. Ne? Aber bisher ging das hier, also je mehr ich ins Ausland komme, desto mehr wird spannender, dass die das überall hinkriegen, nur in Deutschland nicht wirklich. Es ist schon wieder 20 nach 10. Ja, da unten sieht man den Parkplatz. Da unten bin ich losgelaufen. Das war der Wiedereinstieg in den E3 und dann hier oben da die Straße hoch durchs Gestrüpp. Boah, so auf der anderen Seite sieht man nicht viel. Es ist 11 Uhr. Viele Kilometer habe ich noch nicht geschafft. Aber das ist mir allmählich auch egal. Hier oben sind jede Menge Sitzgelegenheiten, Wanderer-Schutzhütten, habe ich alleine, glaube ich, 3 erzählt, glaube ich. Das heißt, es können, machen wir mal einen Schwenk, es können auch 4 gewesen sein, ich weiß es allmählich nicht mehr. Also ich würde dringend raten, wenn ihr den Weg in die andere Richtung geht, ja, beim Schwenken gucken wir auch noch mal, was hinter uns ist. Da ist auch noch mal wieder eine Bank. Ja, also ich würde dringend raten, dann hier oben Pause zu machen, bevor er dann nach der Schiene runtergeht, weil gut, das ist mir auch mit Höhenmetern habe ich so wenig Erfahrung. Die sammle ich jetzt auch alle gerade erst. Man geht mit einem relativ leichten Rucksack immer runter in die Dörfer, kauft dann Proviant ein und muss dann mit einem schweren Rucksack wieder rauf oben auf den Berg. Das war bisher wiederholt so. Es ist 12 Uhr. Ja, und die letzten Kilometer waren immer noch durch die Steigung geprägt. Aber auch wieder Möglichkeiten, um Kilometer zu machen. Aktuell sieht es so aus, dass wir auf einer gewissen Höhe jetzt sind. Aber noch lange nicht, ich glaube, in der Spitze, wenn ich das Ziel dieser Tour dann erreichen sollte, kommen wir noch auf über 1000 Meter. Und da sind wir heute noch lange nicht. Was gibt's? Nichts gibt's weiter zu sagen. Wir genießen jetzt mal einfach die Strecke, auch wenn es eine Betonstraße ist. Egal. Ja, der Weg ist super markiert. Hier habe ich so wieder, ja, eine gute halbe Stunde jetzt gesessen. Weil ich weiß, es geht noch viele Höhenmeter jetzt bergauf. Der nächste Supermarkt ist Luftlinie 8-9 Kilometer weit weg. Und die Frage ist, diese Woche, ich komme heute nicht so richtig aus dem Knick. Wobei ich das mit den Höhenmetern auch immer noch nicht wirklich abschätzen kann alles. Es ist übrigens 1:15. So. Wir sind im Paradies. Guck mal, da Markierungen überall. In der letzten Zeit war es auch so, als ich den Weg darauf gestolpert bin, dass Markierungen auch auf dem Fußboden waren. Und als ich da ankam, da sah ich das da. Das darf jetzt nicht wahr sein. Eine Fata Morgana. Ja, so, also das ist super gemacht. Ich bin voll des Lobes. Es gibt einzig im City-Bereich, da gibt es ein ganz, ganz paar klitzekleine, das ist aber Meckern auf extrem hohem Niveau, in die Schienen gestern. Da gab es die eine oder andere Markierung, die ich zumindest nicht gefunden habe. Selbst hier steht nochmal wieder so ein Laternenmast, ne, mit E3 sogar dran. Also das ist super gemacht. Die Schienen 8 Kilometer.
aber es steht noch nicht Ostrov. 7 Kilometer, das macht mir Angst, weil das Dorf, wo ich dann nächstes Mal einkaufen muss, wobei ich weiß nicht, ob ich das heute noch erreiche. Ich bin jetzt schon wieder bei einer Geschwindigkeit von 2 km/h oder drunter. Gesamtbrutto natürlich. Ne? Die eigentliche Marschgeschwindigkeit ist schon bei über 4 noch. Aber was nützt das? Ne? Man kämpft sich hier die Berge hoch. Und vor allen Dingen, jetzt bin ich hier irgendwie auf 560 Meter. Und ich muss noch bis auf 700 Meter hoch, um dann wieder abzusteigen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, Gespräch auf dem Campingplatz. Das sage ich ja, es gibt 3 Optionen. Entweder ich erreiche Markt Redewitz. Wenn ich das tue, dann ist die Tour soweit erledigt und dann fahre ich nach Hause, weil mehr Daten habe ich gar nicht. Die zweite Option ist, der Urlaub ist zu Ende, bevor ich Markt Redewitz erreiche. Dann fahre ich auch nach Hause, weil mein Chef wird es nicht so gut finden, wenn ich eine Woche länger wegbleibe. Einfach mal so. Oder auch nur einen Tag länger wegbleibe. Einfach mal so. So, die Option 3, da musste ich an Carmen Thomas denken. Das Carmen Thomas Paradoxon. Die Tour ist auch zu Ende, wenn ich die Kronen ausgegeben habe. 5000 Kronen. Und bis jetzt habe ich, je nachdem wie man zählt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also 4 Tage, eigentlich sind es 3 Tage, 1200 Kronen ausgegeben. Das sind 300 bis 400 Kronen, je nach Zählweise, am Tag. Jetzt kann man sich natürlich mal ausrechnen, wie viel ist da noch über und reicht das überhaupt noch, wenn das so ceteris paribus weitergeht, wenn ich mit 300 Kronen auskomme. Wobei 4,8, das sind 12 Euro, 12 bis 16 Euro am Tag, das ist ganz schön happig, denke ich. Plus An- und Abreise. Eigentlich sind für Lebensmittel und solche Touren 5 Euro am Tag im Hartz-IV-Etat vorgesehen. Gut, aber es heißt, so chaosmäßig sieht das dann aus, wenn ich hier irgendwo sitze. Okay. So, es ist 14.30 Uhr. Immer noch mal der Blick zu gucken, dass man auch nichts hinterlassen hat und dass man das Ding so hinterlässt, wie man es wieder vorgefunden hat. Auch für mich selbst immer nicht, dass irgendwo Portemonnaie weg ist oder sonst was man so alles, wenn man nicht mehr der Jüngste ist. Ja? So. Momentan sieht das so aus, als dass ich die nächste Einkaufsgelegenheit wohl doch erst morgen erreichen werde. Es ist 13 Uhr. Das sieht jetzt hier die ganze Zeit schon so schön aus. Gerade sind mir ernsthaft 3 Wanderer entgegengekommen, waren aber auch keine Langstreckenleute. Und dieses ist auch mit 700 Metern wohl der höchste Punkt. Mal gucken, ob wir gleich in eine Aussicht kommen. Es soll zwar noch ein Punkt kommen, der noch schöner ist, aber wir nehmen jetzt erstmal den. Boah. Das ist eine Aussicht, das muss man genießen. Boah, nee. So, aber wie ihr mich kennt, ich verschone euch nicht. Wir müssen uns auch die Hinterseite angucken. Ja. So, aber der eigentliche. So, wie sieht das unten runter aus? Ich weiß nicht, ich stehe hier glaube ich auf ziemlich dünnem Eis. Da soll gemäß GPS gleich noch eine schönere Karte kommen. Okay. Eben mal fürs Logbuch. Also, es geht jetzt hier gerade diese Straße runter. Ich bin jetzt von da oben gekommen. Und da geht es weiter. Und da ist momentan eben so eine Pilger-Wettrennerschaft, ich weiß es nicht. Da waren also 4, 5 Leute vor mir, noch welche hinter mir. Oben auf dem Berg war auch noch ein richtiges Restaurant oder sogar eine richtige Pension. Trailrunner. Ohne Ende. Das ist jetzt hier wieder der dritte, wobei ich nicht weiß, ob das unter Umständen der gleiche ist. So, da stand auch noch ein richtiger Turm aus Steinen gemauert, der auch als Funkturm wohl noch in Betrieb ist. Es ist 16 Uhr.
Nachdem die Landschaft die ganze Zeit sehr spektakulär war, ist es jetzt hier wieder so eine klassische Wandererlandschaft. Hier zum Kilometer machen. Über uns braut sich was zusammen. Ich bin hier gerade in so einer Wandererschutzhütte und man hört Donnergrollen. Sieht ja eh nicht super gut aus. Und es sind wohl 1000 Meter bis zur nächsten Schutzhütte. Das ist jetzt die Frage. Hier bleiben oder weiter gehen und da riskieren, den Arsch nass zu kriegen. Ich tendiere eher zum Weitergehen. Moment. Nicht, dass wir jetzt hier... Doch, ich mache gerade einen falschen Fehler. Ach, das ist eine Vieh. Fahrt. Ja, hier, mehr als genug Markierungen. Einer verläuft sich immer trotzdem, ne? Einfach so mal einen Zwischenschnitt, weil das ist wieder irgendwie eine Straße. Die ich filmenswert finde. Ja, und es zieht sich oben weiter zusammen, aber irgendwie bin ich schon eine ganze Stunde weiter und ist immer noch kein Tropfen runtergekommen. Ne? Und darum mit dem Argument, sich da 3 Stunden in eine Schutzhütte zu hocken, weil es dann doch, nee. Wobei ich natürlich, wie ich mich so kenne, in dem Moment, wo ich dann eine Schutzhütte bräuchte, keine da ist. Hey. Das war eigentlich immer so. Leerfahrt, das vergessene Grenzgebiet. Ja, es ist gerade anfängt zu regnen. War ich genau hier an dieser Stelle und dann in dieser Einrichtung drin. Ja, und da habe ich köstlich jetzt gespeist für 400 Kronen. 16 Euro. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann man sich nicht drüber beklagen. So, wie gesagt, und seitdem ich diese Abkürzung gemacht habe, fehlen mir jetzt die Markierungen, die roten. Durch diesen köstlichen Aufenthalt einen weiteren Tag filmen mit GoPro, weil die Dinger sind Stromfresser. Das ist ein, die GoPro-Kamera ist ein Stromfresser, macht ja Spaß damit zu arbeiten und die Qualität, aber ja. So, gut, wie gesagt, jetzt muss ich mich erstmal ums Navi kümmern, weil das will irgendwie nicht so, wie ich wohl will. Jetzt ist aber 19 Uhr, hatte ich mich gerade vollkommen verlaufen. Ich hätte eigentlich gar einfach nur von dem Hotel, das ging da eh über die Terrasse geht der Weg. Und wie gesagt, jetzt sind die Markierungen bloß doch grün, also weiß, grün, weiß. Und die roten sind in diesem, bei der letzten Abkürzung irgendwo verschwunden. Ja, müssen wir mal gucken. Mit meinem Trick passt das hier aber alles noch ziemlich gut übereinander. Boah, ja. Ja, und wie gerade schon gesagt, dadurch habt ihr jetzt noch einen zusätzlichen Tag GoPro. Moment, GoPro haben wir dadurch wieder, weil die Dinger sind Stromfresser. Ah, ich hatte die Hoffnung, dass da irgendwie sowas wie E3 dran steht. Nee. So, jetzt hätte ich es aber gerne. Ah.
Gerne, dass es wieder aufklärt. Ja, dass es wieder ein schönes Wetterchen wird. Ja, und so weiter. Ah, Windmühlen gibt es hier auch. Ja, ich habe das Wasser einfach oben in den Rucksack gelegt, darum schaukelt das so ein bisschen. Das ist ja immer. Ich habe auch noch wieder eine weiß-rot-weiße Markierung gesehen. Ist schon ein Anblick. Windmühlen, aber Windmühlen haben sie hier lange nicht so viel wie in Deutschland. Es hat gerade angefangen zu regnen. Ich habe mich jetzt hier mal erstmal in die Kirche geflüchtet. Ja, sieht man da in der Pfütze, kann man das ganz gut sehen, wie es regnet. Und jetzt ist halt diverse Überlegungen. Einzige Option ist, dass ich vielleicht eine richtige Wandererschutzhütte finde, also eine mit Dach drüber. Bevor es dunkel wird, weil ich natürlich auch die Taschenlampe verbaselt habe. Wir haben Neumond. Ja, und jetzt kommt wieder alles zueinander. Okay. Und ja, 7:45. 7:55 ist es schon. Ja, das sind so freie Pläne, die ich so... überhaupt nicht mag. Weil das habe ich mal in Frankreich gehabt. Da bin ich mal auf so eine Pläne von so einem Gewitter überrascht worden. Ja, das war das zweite Mal, dass ich Lebensangst hatte auf meinen Wanderungen. Es ist 21 Uhr. Ja, wir sind mitten im Wald. Das sieht jetzt auch schon einige Kilometer ziemlich gleich aus. Gerade ist mir wieder so ein Hirsch. Ich habe erst gedacht, steht da ein Pferd auf dem Weg. Nee, war doch ein Hirsch. Auch wenn er keine Hörner hatte. Deswegen habe ich das ja erstmal für ein Pferd gehalten. Gut, aktueller Sachstand. Man sieht immer wieder Markierungen, die aber bewusst und vorsätzlich unbrauchbar gemacht worden sind. Also ist der Weg wahrscheinlich umgelegt worden, aber der Track nicht geändert worden. Das erklärt auch sogar, warum ich gerade eben noch eine neue Markierung gesehen habe. Gut, dann wettertechnisch. Im Moment kann ich gut Geschwindigkeit machen. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Die Temperatur ist ganz angenehm. Ich habe zwar einen Pulli jetzt an, Regenklamotten habe ich wieder ausgezogen. Ja, und ich mache mir so natürlich jetzt 21 Uhr Dämmerung, offizieller Sonnenuntergang. Ja, mal gucken, ist das ein Futterhaus ist, so wie gestern habe ich natürlich, dann sollte man sich natürlich nicht reinlegen. Ja, ist das hatten wir am... hier werden Rehe angefüttert. Nee, also das ist einer der denkbar schlechtesten Plätze, um sich für die Nacht vorzubereiten. Gewitter schon wieder? So, da der Weg irgendwie umgelegt ist, wird es auch keine Schutzhütten oder irgendwas hier geben. Wir sind ja hier wahrscheinlich dann auch nicht gewollt. Ja, das ist immer die Frage, läuft man nach, wenn es Differenzen gibt zwischen Markierung und Track,
was ist einem dann wichtiger? Und da laufe ich im Zweifel lieber nach dem Track, weil bei Markierungen, da ist, weiß man nie, wann, ob die nicht mitten im Wald irgendwo mit einmal schlagartig aufhören und so weiter. Oh, eine Furt. Was nicht alles gibt. Schön. Ja, so die Taschenlampe, die ich im Rucksack verkramt hatte, habe ich mittlerweile wieder rausgeholt, als ich mich umgezogen habe. Ja, gut, eigentlich sollten wir jetzt den Weg noch ein bisschen genießen. 21 Uhr, um 22 Uhr wird es wahrscheinlich zu dunkel sein zum Filmen dann. Ihr könnt mich so nicht mehr sehen. Es sind die Tagesdaten. Ich habe mir jetzt einen Biwakplatz ausgesucht. Ist alles nur Notbehelf. Wirklich wohl fühle ich mich dann nicht. 29,72 Kilometer, 22 Uhr, 4,4 km/h in Bewegung, 2,4 km/h Gesamtschnitt, 667 Meter über Normal Null, 6 Stunden und 40 in Bewegung, 5 Stunden und 31 Minuten Pause. Und hier ist aber auch nichts, was sonst noch großartig in Frage käme für einen Notbiwak. Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 7. Juni 2019. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Es ist 8.30 Uhr. Es hat heute Nacht, es war windig. Dann hat es junge Hunde geregnet. So, jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Die Socken sind mistnass. Jetzt ist 9.30 Uhr, von da bin ich gestern Nacht gekommen. Der letzte Blick auf den Lagerplatz. Das gibt natürlich auch Sicherheit, dass man jetzt nichts vergessen hat. Ja, so, hier hatte ich überlegt. Ja, gerade kam noch wieder ein Wandersmann vorbei, ein Pilzesammler, wobei ist doch gar keine Pilzezeit. Auf alle Fälle hatte der so einen typischen Pilzekorb vorbei. Ja, und dann, das ist jetzt mal wieder interessant festzustellen, was passiert dann? Der sagt guten Tag und geht wieder seine Wege, versucht noch ein bisschen miteinander zu sprechen. Wir hatten keine gemeinsame Sprache. Ich habe ihn gefragt, Englisch, Deutsch, Russisch. Nee, war aber über alles nichts. So, und mehr passiert dann auch nicht.